Ich will euch hier heute mein neues Projekt vorstellen. Und zwar leite ich seit, ja, quasi seit gestern wieder Arma 3 Zeus-Runden. Und meine jetzige Kampagne, das ist die erste Kampagne nach gut 5 Jahren wieder, die heißt Operation Red Snapper. Und die beschäftigt sich mit dem Vietnamkrieg, wie man schon am Video erkennen kann. Die Kampagne läuft quasi so ab. Es gibt drei Hauptziele. Zwei davon werden den Spielern recht schnell bekannt sein. Und die können diese Ziele entsprechend verfolgen. Das Ganze ist dynamisch, wird von mir gesteuert. Ich platziere Einheiten, gebe neue Missionen, gebe Nebenmissionen, welche sie machen können oder auch nicht. Und je nachdem, wie sie reagieren, wird das alles eben Konsequenzen haben oder eben auch nicht. Die Kampagne spielt auf der Karte Sea Lam Dong und es geht quasi ums Firecamp Oscar, welches von Captain Rosenfield, das ist dieser gute Herr hier, kommandiert wird. Und die ganze Gegend in Lam Dong wurde durch einen nordvietnamesischen Kommandanten, das ist dieser gute Herr hier, angegriffen. Und alle Gegenden haben schwere Verluste erlitten. Die Firebase Whiskey, welche sich ganz oben links auf der Karte befindet, die wurde zum Beispiel komplett überrannt. Es gibt keine Kontakte mehr in dieser Richtung, keine Funksprüche, nichts. Da ist ein kompletter Blackout. Das zweite Platoon, was von Lieutenant Blue, das ist dieser gute Herr hier, entsendet wurde, um die Lage entsprechend zu prüfen, gibt es auch keine Meldung mehr. Auch verschwunden der Kerl. Und seitdem hängt das erste Platoon, was quasi unter der Leitung von unseren Spielern Serenity, aka Lieutenant Becker und Raptor, aka Lieutenant Barker ist. Entsprechend müssen die Spieler unter deren Leitung also herausfinden, was mit Firebase Whiskey ist, diese zurückerobern und herausfinden, was mit dem zweiten Platoon und Lieutenant Blue ist. Zudem gibt es noch eine weitere Hauptaufgabe. Es wurde ein Konvoi losgeschickt zu einem Fischerdorf, um Vorräte zu holen. Aber dieser Konvoi kam dort nie an, weil er in diese Großoffensive reingeraten ist, wurde in einen Hinterhalt gelockt, völlig zerstört, kaum Überlebende. Und auch ein Ziel ist es, rauszufinden, was da passiert ist, ob noch jemand lebt. Und in diesem Fall gibt es Überlebende. Die wurden aber gefangen genommen. Und Ziel der Gruppe ist es, diese Gefangenen zu finden und zu befreien. Und das letzte Ziel, was eben so niemand wirklich weiß, wo, was genau man machen muss, ist eben diesen Kommandanten zu finden. Und dazu ist ihnen eben jedes Mittel zur Verfügung gestellt. Sie können Roleplay machen, ist sogar gewollt, dass sie Roleplay machen. Sie können mit NPCs interagieren, mit Leuten, mit allem Möglichen. Das ist quasi deren freie Hand, was sie machen oder was sie nicht machen. Und ich als Zeus unterstütze sie eben dabei oder je nachdem eben nicht. Heute zu Beginn haben wir 4 Leute am Start gehabt. An sich eine ziemlich kleine Zahl. Unser Discord hat nämlich 20 plus Mitglieder. Aber das Ganze wurde ziemlich spontan angekündigt. Es gab, glaube ich, 8 Zusagen, aber 4 Leute konnten dann aus gewissen Gründen doch nicht. Aber es ist trotzdem ganz gut was bei rumgekommen. Wir hatten Leute dabei, die waren schon erfahrener in Arma, aber wir haben auch Leute, die sind eher unerfahren in Arma. Aber ich denke, das ist für jeden was gewesen. Und naja, viel gibt es nicht mehr zu sagen. Ihr habt schon gesehen, der Helikopter ist gelandet. Da sind die Neulinge drinne, welche von Lieutenant Barker und Sergeant Hill bereits in Camp Oscar erwartet werden, um dann die Besprechung bei Captain Rosenfield zu kriegen und entsprechend dann loslegen zu können. Ich werde versuchen, dieses Video, soweit es geht, ungeschnitten zu lassen. Ab und zu werde ich vielleicht mal pausieren und meinen Kommentar zu gewissen Dingen abgeben. Manches läuft halt wirklich reibungslos ab in Zeus, aber manchmal gibt es auch Situationen, die sind unberechenbar. Oder irgendjemand macht irgendwas Dummes und dann lachen kurz alle drüber. Also wer hier 100% ernstes Roleplay erwartet oder so, der ist hier auf jeden Fall nicht richtig. Man
muss sich einfühlen können, es auf jeden Fall mit Humor nehmen. Und wem sowas gefällt, der kann sich das ja reinziehen. In erster Linie lade ich ja sowieso dieses Video für die ganzen Leute hoch, damit sie sich das nochmal ansehen können. Oder eben für Leute, die gar nicht erst dabei sein konnten, damit die sich nochmal ein bisschen informieren können, schlau machen können, schauen, wie es war. Und ich muss halt wirklich sagen, mir hat dieser Abend richtig viel Spaß gemacht. Alleine schon, dass da Leute dabei waren, mit denen man eigentlich 5 Jahre lang nichts mehr gespielt hat. Aber dann heißt es plötzlich wieder Arma 3 Zeus und sie sind direkt wieder am Start. Das ist einfach der Wahnsinn. Auf jeden Fall danke an alle, die dabei sind und noch dabei sein werden. Aber gut, genug von dem Gefasel hier. Jetzt geht's los, Leute. Soldier, 100 meters, front. Target down. Mikrofon am Schnell, kann ich mich hören? Jo, hallo? Ja, geht. Komm mich? Also ihr seid die Neulinge abgehakt. Das ist richtig. Ihr beiden seid, wie heißt ihr genau? Ich bin Private Johnson. Ich bin Private Marquise. Ja, willkommen. Ich bin Sergeant Hill. Und das hier ist Lieutenant Barker. Ihr werdet schon erwartet, den Booker. Kommt mal mit. Alles klar. Also ich Kopf reinziehen. Ah, Gentlemen, da seid ihr ja. Hat ja ganz schön geweiert. Sind das alle Neulinge? Jawohl, das sind wir. Dann willkommen im Firecamp Oscar. Ich will nicht lange reden schwingen, dafür haben wir im Moment keine Zeit. Wir haben hier gewaltige Probleme, deswegen seid ihr hier. Wir haben Firebase Whiskey verloren. Lieutenant Blue ist mit dem zweiten Platoon unterwegs, um die Lage auszukundschaften, allerdings besteht seit 2 Tagen kein Funkkontakt mehr. Zusätzliches Problem ist, dass unser Konvoi auf dem Weg zum nächsten Fischerdorf in einen Hinterhalt geraten ist. Lieutenant Barker und einer der Sergeant haben knapp überlebt, aber es könnte noch weitere Überlebende geben. Darum sollten Sie sich auf jeden Fall kümmern. Das ist erstmal oberste Priorität. Ich werde noch warten, bis Lieutenant Blue mir eine Auskundschaft gibt. Ansonsten werden wir das in die eigene Hand nehmen. Zusätzlich ist eine Patrouille unterwegs, um die Dörfer auszukundschaften der Einwohner. Ihr solltet euch auf jeden Fall daran halten. Ich will hier keine Vietcongs in der Nähe haben, denn je mehr Dörfer von denen besetzt sind, umso wahrscheinlicher ist ein Angriff auf die Basis. Und wir haben sowieso knapp Leute hier. Wir würden vielleicht einen Angriff aushalten, nicht mehr. Also wenn sie irgendwo Truppen finden, sammeln sie die ein. Mir egal, unter welchem Kommando die stehen, wir brauchen die hier. Würde mich sowieso nicht wundern, wenn hier Leute durch die Gegend rumlaufen, die sowieso von nichts eine Ahnung haben. Also nehmen Sie sie mit und geben Sie Ihrem Leben einen Zweck. Folgen Sie mir. Ich werde Ihnen kurz das Camp zeigen, oder besser gesagt, wo Ihre Fahrzeuge stehen, und dann können Sie direkt schon aufbrechen. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, stellen Sie sie schnell. Nehme an, keine Fragen. Keine Fragen von meiner Seite.
Sehr gut. Wir haben zeitig noch einen weiteren Hubschrauber im Einsatz. Rechnen Sie also nicht mit Luftunterstützung. Der zweite Hubschrauber, der bleibt erstmal hier. Sollten Sie ihn dringend brauchen, funken Sie mich an, ich schicke ihn los. Allerdings brauchen wir diese Hubschrauber erstmal anderweitig. Diese drei Fahrzeuge stehen Ihnen zur Verfügung. Ist nicht viel, aber besser als nichts. Da hinten ist die andere Patrouille, die wird nach Ihnen aufbrechen. Allerdings sollten Sie schon mal vorfahren. Achten Sie auf Minen, achten Sie auf weitere Hinterhälte. Ich weiß nicht, wie die Gegend da draußen aussieht. Ich weiß nur, dass es hier beschissen aussieht. Lieutenant, sollten Sie noch irgendetwas brauchen oder irgendjemanden mitnehmen wollen, wir haben noch 5 Marines, die den ganzen Tag im Zelt sitzen, sagen Sie mir Bescheid. Ihr kennt es. Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal mit. Und stütze dich hier rumhocken. Alles klar, dann. Gehen Sie rüber zu den Zelten und sagen Sie den Marines Bescheid. Faulkner, Thompson, Robert. Open Alice Pack, Moore. Wir gehen jetzt auf Patrouille. Jungs, ihr habt den Lieutenant gehört. Kommt diesmal mit. Packt eure Ausrüstung, Lieutenant, wir kommen sofort nach. Ja, gut. Alles klar, wir sind bereit. Wo sollen wir aufsitzen? Hier auf dem Truck. Alles klar, Jungs. Hinten drauf. Passt, wir können... ja, passt der alle rein. Die sind leider nicht die hellsten. Man kann schießen. Jawohl. Ja. Sorry, wenn es ein bisschen klappert, Führerschein habe ich nie geschafft, aber das interessiert den Vietnam keinen.
für alle, die sich quasi fragen, was ich hier gerade mache, ich simuliere quasi gewisse Szenarien schon mal vor. Sprich, ich spawne eine Gruppe Vietcongs, welche dann den Checkpoint angreift. Aber da ich das ja auch ein bisschen in der Hand habe, übernehme ich manchmal auch Soldaten, um das entsprechend besser ausspielen zu können oder eben ein Ergebnis zu erzwingen. So, man hat ein bisschen verteilen, Linienformation, nicht so dicht aneinander stehen. Passt doch Fallen auf. Wir gehen jetzt mal gucken, woher die Schüsse kommen. Das Witzige hier ist, dass die Schüsse schon von sehr weit weg gehört haben und schon angehalten haben, obwohl das gar nicht nötig wäre. Aber, naja, ihr seht ja gleich, was passiert. On the way. Lieutenant Barker, hier Captain Rosenfield, bitte melden. Die Patrouille meldet Beschuss aus Norden, möglicherweise von Checkpoint 65. Sie können also bis zum Vietcong-Dorf noch durchfahren, sollten aber ab dort Vorsicht gelten lassen. Okay, danke für deinen Hinweis. Ich würde sagen, wir gehen, dann fahren wir jetzt zum Dorf. Rosenfield, Ende. Alles klar. Maynard, zurück zum Wagen. Verstanden. Aufsitzen. Alle drin? Ein Moment noch. Jetzt noch. Alle drin. Okay. Ihr seht, gewisse Dinge sind vorgefertigt. Das habe ich extra mit dem Mission Control Center gemacht, aber manche Dinge kommen auch immer spontan dazu. Also man kann nicht immer alles vorausplanen und das ist auch das Gute an Zeus. Man kann quasi alles nachträglich nochmal abändern. Hey, Lieutenant. Ich bin sicher, dass Lieutenant eure Befehle gibt. Marcus, Sie sichern Richtung Westen. Johnson, jawohl, Sir. Sie nehmen sich den Süden vor. Verstanden, Sir. Hey Lieutenant, ich habe gerade mit diesen scheiß Dorfbewohnern hier gesprochen. Was rausgefunden? Der erzählt irgendwie, dass das Dorf weiter vorne... Ach, ich habe denen gar nicht so wirklich zugehört. Auf jeden Fall verschwinden hier irgendwie Leute. Also nicht, dass es mich stören würde, dass irgendeiner von diesen Schlitzaugen fehlen würde, aber vielleicht sollte man der Sache nachgehen. Hearts and Minds, Hearts and Minds. Ich markiere mal hier die Stelle auf Ihrer Karte. Ja, was Sie damit machen. Sie machen das schon, Lieutenant. Ich mache hier nur meine Patrouille. Ich würde sagen, wir rücken dann weiter vor. Auf die markierte Stelle. Sammeln Männer. Beim Truck erstmal.
das G-Distanz oder eher Fahrdistanz? Ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren. Understood. Lieutenant, wir haben keine Karte. All the way. Ja. Wir kümmern uns erstmal um die fehlenden Dorfbewohner. Wir kümmern und danach gehen wir dem Konvoi nach. Alles klar, Sir. In welche Richtung brechen wir auf? Ich muss mich jetzt mal orientieren, da ist noch nicht so gut. Nee, kein Thema. Nochmal absichern, wenn er so eine Position wie eben. Ja, verstanden. Alles klar. Aufsitzen. Alle mit drin? Jawohl, Abfahrt bereit. Rausspringen. Absetzen, Männer. Schaut mal, die Schiffe kommen von dem Dorf da vorne. Und die sind da. Johnson? Ja. Frau Johnson. Rücken Sie auf den Hügel im Osten vor und sagen Sie mir, was Sie sehen. Scratch one! He's down! Haben Sie sich Kontakt schon? Verdammt, ich sehe nur Bäume. Es ist alles voller Bäume. Dieser verdammte Dschungel. Okay, von meiner Position sammeln. Wir rücken hier über den Hügel, kamen wir erstmal vor und verschaffen uns Überblick. Solid copy. Copy that. Welcome. Im Süden, auf 210 Grad ist ein Haus. Johnson, können Sie was sehen? Sieht relativ provisorisch aus. Aber soweit sehe ich keine Leute. Haus.
Einer am Haus, 220 mit dem weißen Dach, hat sich wieder hingelegt. War er bewaffnet? Konnte ich nicht sehen, hat nur den Kopf gesehen. Aber ein Helm an. Okay, Männer, vorsichtig vorrück. In Linienformation. Verteilt euch. Johnson, Sie übernehmen die linke Flanke. Jawohl. Kontakt Richtung 240, es scheint bewaffnet zu sein. Haben Sie freie Schusshilfe? Ja, allerdings habe ich nur eine MP, ich weiß nicht, ob diese Alp bewegt sich. Jetzt kein freies Schusshilfe mehr. Okay, ist es ein Tier vorne bei der Schranke? Es scheint, kann ich nicht sagen, es scheint ein Checkpoint zu sein. Sie haben eine Schranke aufgebaut. Okay. Er guckt allerdings nicht in unsere Richtung, er scheint sich auf die andere Seite der Straße zu fokussieren. Jetzt ist es aus meiner Sicht. Rücken wir schon mal langsam vor. Lieutenant Bark, haben wir Schussfreigabe? Jo. Schussfreigabe erteilt. Alles klar. Langsam vorrücken, Männer. So verstanden. Auf 230 Grad in der Person, in dem Zelt. Mann, so eine Scheiße, jetzt bin ich der Einzige hier, Mann. Im Zelt. Im Zelt zwei Personen. Hat sich gerade bewegt. Hey, Captain Rosenfield, hier Checkpoint 65. Meine Leute sind alle tot. Schickt mir mal Verstärkung hier rüber. Ich drehe hier durch in diesem verdammten Dschungel. Es sind US-Truppen. Männer, Waffen sichern. Was soll das heißen? Keine Einheiten zur Verfügung. Ach, scheiß drauf. So, ja? Hey, scheiße, Mann. Hast du mich erschrocken? Wo kommst du her? Wir sind auf der Suche nach verlorenen Vietnamesen. Einen Moment, ob der Lieutenant kommt sofort. Verlorene Vietnamesen? Ja. Ihr wollt mich doch verarschen, Basis, Alter. Ihr bist Lieutenant Buck. Dachte, ihr seid meine Verstärkung. Wovon bin ich? Ich bin Private Malone. Vor 10 Minuten habe ich hier Verstärkung angefordert, weil mein scheiß Checkpoint hier angegriffen wurde. Lieutenant Chinsky, der liegt hier vorne. Eigentlich hat er hier das Kommando. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Das wollte ich auch sagen. Erst vor ein paar Tagen explodiert da hinten irgendwas. Dann denke ich mir, das wird schon. Und dann kommen da Vietcongs aus der anderen Richtung. Das geht mir richtig auf die Eier hier. Aus welcher Richtung sind die Vietcongs gekommen? Vietcongs sind da vorne, von Süden gekommen. Da hinten liegen sie noch. Wir haben ein paar von denen erwischt, der Rest ist abgehauen. Leider gibt es momentan keine Verstärkung, wir sind hier eh schon unterbesetzt. Keine Verstärkung, scheiße, wie soll ich den Checkpoint hier halten? Alleine mache ich das sicher nicht. Wir können zwei Männer hier lassen, aber ja. Mehr haben wir jetzt auch nicht. Ja, zwei Männer ist besser als gar keiner, oder besser gesagt, ich alleine. Ich nehme, was ich kriege. Sie mal auf den Ausguck und schauen Sie mal. Ah, da oben, da ist doch der Timothy, hey Timothy! Siehst du da oben was? Ey, was ist los mit dem? Na, der sieht nicht mehr ganz so gesund aus. Ach, scheiße. Ja, also zwei Männer, die nehme ich. Wir gucken jetzt leider noch im Truck hin, das sind so weit alles Leute hinter uns. Sind die nicht mit uns verrückt gewesen, das alle? Ja, anscheinend nicht, ne. Ah, da kommt so ein Wickel.
Aber ich sage euch, egal was ihr macht, hinter der Schranke, da sind Vietcongs. So, Moore, Faulkner, ihr bleibt die mal hier und hilft, den Checkpoint zu sichern. Alles klar, Leute. Die anderen drei rücken weiter mit uns vor. Folgt jetzt den Befehlen von Mr. Nelson hier. On the way. Okay, Lieutenant, wie geht der weiter vor? Ich würde sagen, wir rücken jetzt nach Süden vor und weiter in die Richtung der fehlenden Dorfbewohner, da ja auch die Vietcong von Süden gekommen sind. Können wir gleich ein paar Fuß nehmen. Sollen wir den Truck hier stehen lassen, oder? Ja, ich würde sagen, ich hole den Truck und lasse den hier beim Checkpoint stehen und wir rücken dann zu Fuß weiter vor, ist sicherer. Ja, schicken Sie doch gerade einen von denen, die hier bleiben, dann können wir schon mal losgehen, dann holt er in der Zwischenzeit den Truck. Jo, genau. Dann würde ich sagen, Robert, hier, holen Sie mal den Truck. Ich fahre mich gleich den Checkpoint vor. Gut, das mit der Rest dann ausrücken. Alles klar, Männer. Gestaffelte Kolonne an der Straße bilden und Richtung Süden vorrücken. Im Laufschritt auf geht's. Vielleicht haben die Reißfresser ja eine Karte bei sich. Was ist? Vielleicht. Ja, nur aufpassen, dass sie gleich noch explodieren. Eine AK-47 und eine Panzer. Ist auf jeden Fall schon mal eine Karte satteln. Ah, sehr gut. Jetzt auch noch eine Karte. Wenn noch einmal die Karte hier drüben nehmen, ich habe ja schon eine. Alles klar, wenn noch keine Karte hat, kannst du eine mitnehmen. Wieder ausgestattet mit einer Karte, sehr gut. Dann drücken wir jetzt wieder weiter nach vorne. Haltet die Augen offen. Der Medic bleibt ein bisschen zurück. Verstanden. Hier unten auf der Straße sind, haben wir keine Deckung. Wir rücken auf den Bergkamm im Südwesten vor. Da oben haben wir dann schon ein bisschen Übersicht. Passt auf Fallen auf. Scheiße, wäre ich doch besser am Checkpoint geblieben. Diese Position mal bezahlt. Das Kleine ist weit und breit keiner zu sehen. Weiter vorrücken.
an meiner Position sammeln. Wir überprüfen gerade mal, ob noch alle da sind. Nicht, dass uns jemand abhanden gekommen ist. Es geht schnell hier im Dschungel. Ja. Fehlt uns nicht ein Marine? Ja, einen Marine haben wir irgendwo verloren. Ah, da kommt er. Da kommt, nee, da kommt er. Moment. Malone? Wer ist Malone? Hier, sind Sie nicht Malone? Hey, Malone ist am Checkpoint. Okay, alles klar. Gut, wir rücken weiter vor. Aber wen heißen alle hier? Die Straße verläuft jetzt weiter Richtung Süden. Der Bergkampf wird immer weiter nach Westen. Die Frage ist bloß, ob wir, wenn wir der Straße folgen, wirklich zu diesem Vietcong-Dorf kommen. Also ich würde nicht drauf wetten. Nee. Lieutenant, sollen wir weiter in die Richtung vorrücken, die uns Malone angab, oder der Straße folgen? Nicht mehr laut. Ich würde sagen, wir folgen. Ich würde sagen, wir folgen der Straße, aber mit Abstand. Also noch ein bisschen im Wald. Wenn wir nach der Straße stehen, dann werden wir gleich mal schaffen. So, verstanden. Alles klar, Männer. Wir bleiben jetzt noch ein kleines Stück auf dem Berg, rücken aber jetzt Richtung Süden vor. Verstanden. Wieder eine Kolonnenformation. Kontakte auf der Straße. Enemy! Attack that AT soldier! Front! 160 Grad, eine ganze Patrouille wird Kongs. Okay, let's go! Männer ein Stück auf die Straße vorrücken, aber langsam und vorsichtig. Ich halte ein bisschen Abstand. Ja, Scharfschützengewehr. Zahltag, Leute. Jemand Sichtkontakt? Negativ nicht. Okay, wir bleiben hier in der Böschung und drücken ein Stück weiter nach vorne auf der Straße. Oder an der Straße entlang.
Okay, ich warte, bis sie den nächsten Hügelkamm betreten und dann rücken wir rechts in der Böschung im Süden hinter ihnen her. Linienformation. Kolonnenformation. Entschuldigung. Verstanden. So, vorrücken. Sie driften weiter nach Osten ab. Meiner, seid ihr noch bei mir? Ich bin noch da, so. In der Nähe. Sehr gut. Weiter vorrück. Richtung Osten auf den Bergkamm. Da sind sie eben verschwunden. Da müssen sie sein. Schüsse. Ich würde sagen, wir müssen die Feuer öffnen. Denken wir uns nicht runter? Im Süden? Nein. Im Süden ist ein Trupp und im Osten müssen die sein, die wir eben verfolgt haben. Aber wer kämpft hier? Unsere Leute geschossen? Das merke ich hier noch, wer draußen ist. Scheiße, ich sehe gar nichts. Nein, da vorne sind Fahrzeuge auf der Straße. 180 Grad. Schanzen, was sind das für Fahrzeuge? Können Sie hier kennen? Dann das sieht nach US-Armee aus. So. Ich glaube, das ist klar, wir müssen uns beeilen. Wir müssen eingreifen. Wir müssen hinter Osten, hinter dem Kamm liegen, die Truppen. Richtung 200 war einer noch. Er ist Richtung Straße gerannt. Er ist wieder verloren. Der Truppen sehen. Die müssen sind irgendwo bei uns am Bergkamm liegen. Ja. Kontakt. Auf jeden Fall. Ich kann aber nicht erkennen, wer von wem es ist. Ja, ich sehe auch Truppen auf dem Berg, aber ob das jetzt wird kommen. Langsam ich bin nicht sicher, ich habe vorhin noch einen gesehen. Langsam vorrücken, meine. Ja, schießen auf unseren, also ist egal wer es ist, werden wir geschossen. Ja, Feuer öffnen. Auf 30 Kontakt. Ja, hier liegen tote Wirtkampf. Das sind noch mehr im Südosten. Ja,
Ja, Richtung 160 auf dem Hügel. Man, 300 meters south. Ja, das macht ja auch Sinn. Und am Hügel kann auch kein Bären mehr geben. Von meiner Position aus auf 150 Grad. Ah. Aber direkt bei uns sind keine Vietcongs mehr, alle tot. 160 ist noch einer, hinter dem Hügel sind mindestens zwei. Okay. Wie viele Fernkampfwaffen haben wir? Können wir das vorher öffnen oder müssen wir näher ran? Ich sehe über 5 Leute, auf 360 Grad. Gucken wir das noch. Okay, meine Fernkampfwaffen öffnen auf die. Bei der Baumgruppe auf 150 Grad. Mach die öffnen das halt. Man, 200 meters front. Man, 200 meters front. Scheiße. Wenn du dem Stein bei 170 sind mehr als 2. Ich kann mal probieren. Ich nehme mein Medikit aus ihrem Rucksack und gehe ihn mal zu helfen. Alles klar. Das ist wie beim Pferd, das sich das Bein bricht. Muss man einfach, ne? Ich würde sagen, wir gehen trotzdem nochmal zum Jeep und schauen nur, ja, ob der noch zu helfen ist. Ich hätte vorgeschlagen, so lange hier in den Wäldern vorzurücken zum Jeep. Nicht, dass wir noch überrascht werden von, ja, aus dem Wald im Osten, wenn wir auf dem offenen Feld stehen. Ja, stimmt auch wieder. Ja, das hat bestimmt keiner überlebt. Ja, ich meine, wir können... Also sobald wir vorne auf Höhe des Jeeps sind, können wir einen der Marines runterschicken, der kann sich das Ganze dann angucken und wir geben ihm Feuerschutz. Das ist eine gute Idee, dann machen wir das. Thank you.
Scheiße, wir sind schon am Jeep vorbei. Verdammt, genau in diesem Scheißdschungel war ich nichts. Da vorne sind noch lebende Truppen. Das ist nicht unser Jeep, das ist ein Panzer. Ja, ich wollte mal nicht sehen. Aber ich würde sagen, den gehen wir da runter. Und, okay. Private Marcuses, Private Johnson, ihr gebt mir und Lieutenant Barker Feuerschutz, wir rücken vor zu den Truppen. Verstanden. Ja. Ich höre Patrick auf der Straße. Truppen, Truppen auf den Berg, zurück in den Wald und Feuer öffnen. Kein Sichtkontakt dafür. Verlust auf unserer Seite. Mir geht's gut, Sir. Ich wurde angeschossen. Markus. Haben wir einen Medic dabei? Private Markus. Alles in Ordnung, Sir. Alles in Ordnung. Ich stehe noch bereit, wenn wir uns um den Lieutenant kümmern. Bräuchte man hier die medizinische Unterstützung. Beim Jeep sind noch lebende Truppen. Jawohl, wir würden gleich sagen, wo erstmal müssen wir zum unsere eigenen. Ja. Unser Jeep fährt gerade davon. Naja, die werden uns ja wohl bemerkt haben. Mal da vorne eine Straßensperre. Danke. Medic, I'm hit. Okay, auf ein neues. Ihr gebt uns Feuerschutz und Lieutenant Mark und ich rücken nach vorne. Verstanden. Dann. Vorsicht, verbündete Truppen, nicht schießen. Sind von der S-Armee. Medic! Medic, I'm here! Scheiße, wo kommt ihr denn her? Bin auf Patrouille von Camp Oscar. Ihr? Aha, wir sind auf Patrouille von Combat Base Tango. Lieber weit weg. Ja, wir sollten bis zu Checkpoint 65 hoch, aber scheiße, ey. Ein Hinterhalt nach dem anderen. Unser Spähfahrzeug wurde zerschossen. Da hinten haben sie ein ganzes Dorf ausgelöscht. Schlecht beschissen. Medic on the way. Ja, Checkpoint 65 braucht dringend Unterstützung. Der war noch genau einer, der den bewacht hat. Den zwei Leute da gelassen. Aber die brauchen wir dann auch irgendwann wieder. Ja, wir haben auch nicht so viel. Ich würde sagen, setzt euch auf, nehmt ihr diesen Jeep da hinten. Der Rest soll das gepanzerte Fahrzeug und wir treffen uns hinten beim Dorf. Also, dieser Kerl nochmal. Also, Staff Sergeant Bixby oder so, er spielt sich richtig auf. Mit dem könnt ihr das dann klären. Okay, hört sich gut an. Wir haben noch zwei Leute im Junge. Die würden dann... Also Jocke, aufsitzen. Okay Männer, kommt nach vorne. Wir fahren mit denen ein Stück mit. Verstanden, Sir. Die Marines müssen dann, glaube ich, im gepanzerten Fahrzeug mitfahren. Ansonsten, Jeep passen die nicht mehr rein. Okay, Johnson, Marcuses, beim Jeep aufsitzen. Marines. Ihr steigt in den Panzer dazu. Board that vehicle.
Standing by. Understood. Ich kann leider nicht einsteigen, Sir. Okay. Geht hoch. Warten hinterher. Chef Sergeant Bixby ist hinten bei der Scheune. Der wird sich sicher freuen. Können wir noch absetzen?